So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Juri und Uli von Travel Caddy. Heute geht es um ein Jahr Benutzung der Kiltwick Trockentrenntoilette, speziell hier in dem Fall um die Picolu. Und Uli hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir durchs heutige Video starten. Genau, wir möchten heute drüber reden, und zwar über die Größe, über grundsätzlich Geruch. Das werden wir nämlich sehr häufig gefragt, was wir gut finden und was wir nicht so gut finden. Und ob wir diese Toilette wieder kaufen würden oder unseren Freunden empfehlen würden. Genau, dann legen wir mal los. Wir haben vor einem Jahr ja das Video gemacht, wie diese Toilette entstanden ist. Das war ja auch eine Idee von uns, damit die Minicamper möglichst kompakte Toilette haben, die auch unter Bettkonstruktionen passt, die in Fächer reinpasst und so weiter und so fort. Und heute geht es eben einmal darum, ein Jahr Nutzung, unsere Erfahrung. Genau, und ganz wichtig dabei ist, das ist kein beauftragtes Video, sondern einfach daraus hergehend, dass wir, als wir die damals angefangen haben, über eine Kiltwick nachzudenken, wir ganz wenige Erfahrungsberichte nur gefunden haben und wir deshalb dachten, dass wenn wir euch heute unsere ehrliche Meinung dazu geben, euch eventuell bei der Kaufentscheidung helfen können. Exakt. Was finden wir gut? Wir mögen an der Toilette total, vor allem für die Minicamper, dass sie so klein ist, dass sie so kompakt ist. Wir lieben es, dass wir damit absolut flexibel sind, vor allem was die Leerung betrifft. Wir hatten schon ein paar Mal erzählt, dass wir letztes Jahr mit Freunden unterwegs waren, die hatten eine Chemietoilette an Bord und die hatten ganz große Probleme, diese zu entleeren, weil zu dem Zeit Lockdown war und selbst die Stellplätze, Wohnmobilstellplätze geschlossen waren. Und das ist etwas, was wir absolut bis heute feiern, denn wir können einfach den Tank herausnehmen, wir können diesen auf einer öffentlichen Toilette an einem Rastplatz entleeren, wir können entsprechend den Beutel auch entleeren an jeder großen Restmülltonne, die es eben an einem Rastplatz gibt. Das macht uns absolut flexibel und das lieben wir an der Trockentrenntoilette. Also es gibt eigentlich im Wesentlichen nicht viel, was uns nicht so gut gefällt. Es ist eigentlich nur eine Sache, und zwar ist das der Spillguard, der bei der Picolu fehlt. Das ist aber im Vorfeld bekannt gewesen. Das geht einfach aufgrund der Bauart nicht. Das ist ja ein Teil, was hier unten nochmal drankommt und bei dem Deckel des Kanisters quasi eingelassen ist, dass wenn ihr eben unterwegs seid und in dem Tank was drin ist und das schwabbert hin und her, dass es eben nicht überläuft oder halt in der Konstruktion sich dann Flüssigkeit sammelt. Das geht hier nicht. Das bedeutet, dass der Auslass hier eben einfach nur in den offenen, abgeschraubten Deckel reingeht und eben dieser Spillguard fehlt. Bei allen anderen Toiletten, die größer sind, ist es aber dabei und ansonsten Verarbeitung ist nach wie vor top. Man sieht, das Ding war jetzt ein Jahr in Benutzung, aber man kann nicht wirklich hier jetzt irgendwelche Abnutzungserscheinungen feststellen oder so. Also Kontraseiten gibt es nicht sehr viele. Aus unserer Sicht. Genau. Thema Geruch. Wir werden sehr häufig gefragt oder werden auch oft damit konfrontiert, dass gesagt wird, Menschen entscheiden sich gegen die Kiltwick Trockentrenntoilette, da es aus Holz ist und sie Angst davor haben, dass es riecht. Dieser Hinweis ist natürlich absolut berechtigt, denn Urin und auch andere Ausscheidungen riechen. Das ist ganz normal und menschlich. Deshalb möchte ich ganz kurz darauf eingehen, wie wir das empfinden, den Geruch, und wie wir damit arbeiten. Wir haben ja die Picolu, die ist sehr klein. Das heißt, hier ist kein zusätzlicher Lüfter verbaut. Das kann man machen, das ist aber aus unserer Sicht nur sinnvoll, wenn die Toilette im Camper in einem abgetrennten Separé steht und eben eine Möglichkeit gibt, dass man nach draußen ablüftet. Das ist bei uns nicht der Fall, das war in dem Caddy nicht möglich, dementsprechend haben wir das nicht. Wir haben das so, dass wenn wir auf Toilette gehen, und zwar unser großes Geschäft vollziehen, dann ist es natürlich wie zu Hause im Bad, es riecht. Der ganze Van riecht, dann lüften wir einmal kurz durch, das geht ganz schnell, und dann ist der Geruch zumindest im Raum erstmal weg.
Natürlich ist es dann so, wenn man die Toilette öffnet und seinen Kopf reinhält, dass es dann weiterhin gewisse Gerüche ausströmt. Das wäre ja aber zu Hause nicht anders, beziehungsweise in der Chemietoilette ist das sicherlich auch nicht anders. Wir handhaben das in der Regel so, dass jeder einmal drauf gehen kann und wir dann den Beutel zubinden, bei uns in den Müll nach vorne werfen oder eben direkt entsorgen, wenn wir die Möglichkeit dafür haben. Deshalb haben wir diesen Geruch nicht lange, den wir dann mit uns rumfahren. Ansonsten sind wir auch ganz zufrieden mit dem Streu, denn das saugt ganz gut die Feuchtigkeit heraus. Zusätzlich muss gesagt werden, dass es auch absolut darauf ankommt, wie man sich ernährt und wie man eventuell trinkt. Wir merken das, wenn wir auf einem Festival sind und dort billiges Fleisch konsumieren und sehr viel Alkohol trinken, dass natürlich der Stuhl dann einen wesentlich unangenehmeren Geruch hat, als wenn wir keinen Alkohol trinken und sehr ausgewogen mit viel Gemüse, ballaststoffreich ernähren, dann merken wir, dass eben der Stuhlgang wesentlich fester ist und damit wesentlich weniger riecht. Zum Thema Urin. Auch hier ist es so, wenn wir viel Wasser trinken, dann hat der Urin eigentlich fast gar keinen Geruch. Natürlich kommt es auch darauf an, wie die Umgebungstemperatur ist. Das heißt, als wir letztes Jahr bei sehr heißen Temperaturen, ich glaube, wir hatten teilweise knapp 40 Grad letztes Jahr in der Provence, da hat der Urin auch angefangen zu riechen, wenn wir ihn zu lange drin gelassen haben. Uns wurde dann empfohlen, Lavendelöl zu verwenden. Das haben wir getan. Bei uns hat es leider eine ganz komische Reaktion hervorgerufen. Es hat dann noch komischer gerochen. Und wir haben dann aber einen Tipp bekommen, den Kanister nicht mit normalem Wasser zu reinigen. Denn da ist es manchmal so, dass das Wasser sehr eisenhaltig ist, weshalb es dann noch stärker riecht. Sondern wir reinigen seitdem eigentlich komplett ohne Wasser und nur mit Zitronensaft oder Zitronensäure und reinem Essig bzw. Essigessenz. Seitdem das so ist und wir teilweise noch diesen Kiltweg-Toilettenreiniger mit dazu nutzen, das dann einfach nur ausschütten, trocknen lassen, riecht der Urinkanister überhaupt nicht mehr und auch eigentlich der Urin, der drinne ist, nicht, wenn wir es regelmäßig wechseln. So, ihr Lieben, noch mal kurz ein paar Worte zum Thema, wie groß sind die Gefäße da drin und so weiter. Die genauen Größen könnt ihr natürlich bei Kiltweg oder auch über unseren Link einsehen. Aber mal so ein echter Erfahrungsbericht. Wenn wir auf einem Festival sind oder Ähnliches, dann reicht uns der 5-Liter-Tank für die Flüssigkeit ungefähr ziemlich genau einen Tag. Das heißt, nach einem Tag muss man entweder das fachgerecht entsorgen. Auf einem Festival könnte man das zum Beispiel einfach in so ein Dixi-Klo oder sowas reinpacken. Oder, was natürlich auch geht, es gibt ja alle Teile einzeln zu kaufen, dass ihr vielleicht einfach einen zweiten Kanister mit habt, den vollen rausnehmen, Deckel draufschrauben, in die Heckgarage oder wohin auch immer, einen zweiten rein, wäre das Problem auch gelöst. Bei dem Feststoffbehälter ist es so, dass wir beide in der Regel, wenn wir beide unser Geschäft gemacht haben, hat die Uli ja schon gesagt, das Ding zumachen, erst dann beiseite packen oder direkt auch entsorgen. Das haben wir also jetzt nicht tagelang bei uns drin und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ich möchte noch sagen, dass ich, bevor wir die Kiltweg das erste Mal benutzt haben, die komplett einmal geölt habe. Die kommt ja in einem Natur-Look, ist komplett unbehandelt. Das macht Kiltweg extra, damit der ein oder andere die vielleicht noch bemalen kann oder lackieren oder den Farben seines Vans anpassen, keine Ahnung. Wir haben sie einfach nur geölt mit Leinölfirnis und ist folglich eigentlich auch gegen Feuchtigkeit erstmal recht gut versiegelt. Dadurch, dass ihr eben selber entscheiden könnt, will ich irgendwie das selber bauen, will ich die Teile benutzen, ist eigentlich auch für jedes Budget was dabei. Uns stört es nicht, dass es aus Holz ist, haben wir bisher keine negativen Erfahrungen mit gesammelt. Letztendlich ist es wahrscheinlich eine Geschmackssache, so wie der eine eben einen Mercedes Sprinter kauft als Camper und wir jetzt einen Opel fahren, ist vermutlich einfach Budgetfrage, Geschmackfrage, was kann und was will man sich leisten, aber da findet, glaube ich, jeder seinen Platz. So, letztendlich ist ja immer die Frage, würden wir das wieder machen, würden wir uns wieder für sowas entscheiden, also muss jetzt nicht die Piccolo sein, aber grundsätzlich für Kiltweg. Ein klares Ja, wir haben das auch schon mehreren Freunden empfohlen. Der Martin hat in seinem VW-Bus auch die Piccolo drin. Jojo von The Gear Girl gibt es auch einen YouTube-Channel, hat eine etwas größere Variante, aber auch eine Kiltweg bei sich drin. Und folglich
Da wir etwas mehr Platz jetzt haben, werden wir wahrscheinlich auch upgraden auf eine etwas größere Version, einfach um noch einen größeren Urintank zu haben, weil das ist tatsächlich manchmal wirklich ein bisschen ein Problem für uns. Aber also wir würden jetzt nicht irgendwie davon abkommen und sind von der Gesamtsituation nach wie vor eigentlich sehr begeistert und es ist immer wirklich schön, sein eigenes Klo mitzuhaben. Also im Vergleich zu früher zum Caddy, was wir da teilweise gemacht haben, es ist wirklich entspannter. Ist so. Ist so. Wir hoffen, euch hat das Video geholfen. Wir hoffen, wir könnten euch in der Entscheidungsfindung unterstützen. Eins noch zusätzlich, wenn ihr generell zwischen der Entscheidung steht, zwischen einer Chemietoilette und einer Trockentrenntoilette, würden wir, egal von welcher Marke, egal ob selbst gekauft, ja, oder selbst gebaut, zu einer Trockentrenntoilette, ja, raten, egal ob die aus Plastik ist oder eben eine aus Holz. Nichtsdestotrotz ist es wesentlich umweltfreundlicher, ihr seid flexibler, denn auch die Bio-Chemietoilettenzusätze sind nicht ganz optimal und ihr seid eben immer auf eine offizielle Entsorgungsstelle angewiesen. Und für uns hat sich herausgestellt, dass wir das manchmal für uns einfach behindernd ist. Aber wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es uns, wenn wir helfen können. Im Zweifelsfall fragen wir vielleicht auch nochmal irgendwo nach, aber wir geben uns Mühe, dass wir euch helfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eine Bewertung da, abonniert den Kanal und wie ihr den Blog unterstützen könnt, lest ihr auf www.travelcaddy.de.